In Aufgabe 4.3 sollen wir dann selber kontextfreie Grammatiken konstruieren. Für diese Grammatiken müssen wir keinen Korrektheitsbeweis angeben. Wir sollen auf jeden Fall aber die beabsichtigte Bedeutung der einzelnen Variablen beschreiben. Im ersten Aufgabenteil sollen wir dann eine kontextfreie Grammatik für die Sprache aller Wörter angeben, die erstens mit einer möglicherweise leeren Folge von A beginnen, zweitens auf die eine möglicherweise leere Folge von B folgt und drittens mit einer möglicherweise leeren Folge von A enden, sodass viertens insgesamt genauso viele A wie B vorkommen. Wenn wir uns das Ganze jetzt etwas anschaulicher notieren, bedeutet das, dass wir Wörter der Form A hoch N, B hoch M, A hoch L haben möchten, wobei M gleich N plus L sein soll. Wenn nun M gleich N plus L ist, dann können wir auch sagen, dass die Wörter die Form A hoch N, B hoch N, B hoch L, A hoch L haben sollen. Denn B hoch N und B hoch L sind zusammen genau ja B hoch M. Die Grammatik, die nun genau Wörter dieser Form konstruiert, sieht wie folgt aus. Vom Startsymbol S aus können wir die Variablen C und D ableiten. Die Variable C erzeugt nun genau die Wörter der Form A hoch N, B hoch N und die Variable D die Wörter B hoch L, A hoch L. Da N und L auch 0 sein können, können wir von beiden Variablen aus auch das leere Wort ableiten. Und damit haben wir eine Grammatik konstruiert, die genau die Wörter erzeugt, die die vier Bedingungen erfüllen. Im zweiten Teil dieser Aufgabe sollen wir eine kontextfreie Grammatik für die Sprache aller Aufzählungen und Nummerierungen in LaTeX angeben. Der Einfachheit halber beschränken wir uns bei dieser Teilaufgabe auf eine Abstraktion, sodass wir den eigentlichen Inhalt durch das Symbol Inhalt darstellen. Auch können wir annehmen, dass Aufzählungs- und Nummerierungsumgebungen beliebig tief verschachtelt werden können. Der Lesbarkeit halber werde ich diese Aufgabe nicht anschreiben, sondern eintippen. Da wir uns nur für Aufzählungs- und Nummerierungsumgebungen interessieren, lässt sich das leere Wort nicht ableiten. Von unserem Startsymbol aus können wir entweder eine Aufzählungs- oder eine Nummerierungsumgebung ableiten, wobei wir im Inneren dieser Aufzählungs- und Nummerierungsumgebung die Variable i stehen haben. Von der Variable i aus können wir entweder zweimal das i, einmal das Terminalsymbol item oder einmal das Terminalsymbol item gefolgt von der Variable c ableiten. Die zwei i's ermöglichen uns, dass wir beliebig viele Items ableiten können. Das Terminalsymbol item garantiert, dass wir keine leere Aufzählungs- oder Nummerierungsumgebung erzeugen. Und das Terminalsymbol item gefolgt von der Variable c ermöglicht es uns, noch weiteren Inhalt zu haben. Von der Variable c aus können wir zweimal die Variable c, einmal die Variable e oder einmal das Terminalsymbol Inhalt ableiten. Hierbei dürfen wir das geforderte Leerzeichen vor Inhalt nicht vergessen. Die Begründung für die Regeln dieser Variable sind ähnlich wie die Begründung für die Regeln der Variable i. Die zwei Variablen c ermöglichen es uns, beliebig viele Aufzählungs- oder Nummerierungsumgebungen oder beliebig viel Inhalt zu erzeugen. Die Aufzählungs- und Nummerierungsumgebung erhalten wir, indem wir von der Variable c aus die Variable e ableiten. Den Inhalt erhalten wir, indem wir das Terminalsymbol Inhalt ableiten. Und damit haben wir auch schon eine fertige Grammatik, die alle Aufzählungs- und Nummerierungsumgebungen in der Sprache LaTeX erzeugt, gegeben den Einschränkungen, die wir uns erlaubt haben. Noch einmal zusammenfassend erzeugt E die umschließende Umgebung, I garantiert uns mindestens ein Item, kann aber auch beliebig viele Items erzeugen und C erlaubt uns verschachtelte Umgebung oder den Inhalt einzufügen. Da wir verschachtelte Umgebung rekursiv erzeugen, nämlich indem wir erneut das Startsymbol E ableiten, sind diese mit der gleichen Begründung korrekt. Also haben wir jetzt auch die letzte Aufgabe des vierten Übungsblatts erfolgreich gelöst und sind damit fertig. Ein wichtiger Hinweis noch, da es sich hier um ein Video handelt, habe ich natürlich nicht alles aufgeschrieben, was zur Lösung gehört, sondern viel auch nur erklärt. Für eine schriftliche Lösung dieser Aufgaben müssen wir das natürlich alles hinschreiben. Wie ihr das am besten macht, könnt ihr in den Lösungsvorschlägen in PDF-Form, die ihr im Moodle findet, nachgucken.